Herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play und zwar zu The Captain. The Captain ist ein storybasiertes Spiel, ganz anders als Unpacking, deswegen setze ich das in direkten Kontrast dagegen. Und es ist, wie man so sagen würde, eine Weltraum-Odyssee mit einer erwartbaren Rahmenhandlung, um das gleich mal vorweg zu sagen, aber mit sehr viel detaillierten Geschichten, die in dieses Spiel verwoben sind. Und wenn man so will, ist es ein Erzählmuster, das wir kennen aus dem Dekameron. Und also einer Geschichte, in der in einer Raumerzählung viele kleine Geschichten eingewoben sind. Und es ist vielleicht das Spiel, das am ehesten das Star Trek-Feeling von The Next Generation weitergibt. Und deswegen würde ich es ganz gerne hier auf dem Kanal spielen. Ich werde ein eigenes Spiel dafür neu anlegen. Und dafür erstmal den Benutzer wechseln, das Logbuch löschen und in die Geschichte gehen. Vielleicht eins noch vorweg, es ist üblich, dass man in Point-and-Click-Adventures die angezeigten Texte vorliest, damit man die tatsächlich im Spiel, wenn man hier zuschaut, nicht mitlesen muss. Und so werde ich das ja auch handhaben. Und ich hoffe, dass ich dabei eine ganz gute Figur mache, weiß es aber natürlich noch nicht. Also in dem Sinne ist es auch eine Premiere und ich freue mich sehr darauf. Aber starten wir erstmal mit dem Spiel. Im Jahr 2255 ermöglichte es die Transwarp-Technologie den Menschen endlich, entfernte Planeten zu erreichen. Der Weltraum kann erobert werden. In den darauffolgenden Jahrhunderten entdeckten die Menschen, dass sie nicht allein im Universum sind. Auf Initiative der Erde hin wird die Space Fleet, eine kollaborative Raumflotte der benachbarten Systeme, gegründet. Ein Zeitalter des Friedens und Wohlstands bricht an und die Space Fleet wächst und gedeiht. Doch nicht alles ist harmonisch in der Galaxie, weit entfernt von den Grenzen der Erde und der Space Fleet entfernt, werden dunkle Pläne ausgeheckt. Eine dubiose Organisation, die sich die Union nennt, fühlt sich durch die schnelle Expansion der Space Fleet. Und im April des Jahres 3383 erklären sie der Space Fleet den Krieg. Schon bald darauf erfährt die Space Fleet, dass sich die gesamte Flotte der Union auf dem Weg Richtung Erde befindet. Die Flotte bringt eine neuartige Waffe mit sich, den Sonnenblaster. Entworfen, um Sterne zu zerstören, konnte er alles Leben auf der Erde in einem einzigen Augenblick auslöschen. Tief in der Wüste von Utah wird heimlich eine neue Technologie entwickelt. Die Energie Disruptor Elektropulse U-Station, kurz Oedipus. Im richtigen Moment aktiviert, könnte Oedipus die gesamte feindliche Armada außer Kraft setzen und das Space Fleet den Sieg sichern. Um zu funktionieren, muss Oedipus von einer extrem komplexen und mächtigen Brennstoffzelle aufgeladen werden. Es dauert Jahre, eine dieser Zellen herzustellen und vorzubereiten. Aus Sicherheitsgründen werden sie nur in der weit entfernten und streng geheimen Weltraumbasis Epsilon hergestellt. Es wird ein Plan entwickelt, um mit Hilfe der experimentellen Weltraumfalttechnologie der Epsilon-Station alle drei existierenden Brennstoffzellen zurück zur Erde zu transportieren. Auf der Erde genießt Captain Thomas T. Wellmore gerade den Urlaub mit seiner Familie. Als auf Raumfeldtechnologie spezialisierter Wissenschaftler der Space Fleet soll er am Transport der Treibstoffzellen teilnehmen. Der Tag der Mission ist gekommen. Die Wissenschaftselite der Space Fleet hat sich im Orbit der Erde versammelt. Captain Wellmore hat die Aufgabe,
das Subraum-Anomalietor im Auge zu behalten, während der entscheidende Raumfalltransport stattfindet. Zunächst scheint der Transport problemlos zu verlaufen. Doch plötzlich ein heller Blitz. Wenn du dein Schiff nach einer Schlacht reparieren musst, kannst du bei einem Handelsposten Halt machen. Kann ich aus Erfahrung sagen, das ist sehr, sehr teuer. Oder frisst sehr viel Zeit. Neustart. Was ist passiert? Schiff? Autsch, mein Kopf. Schiff, antworte. Na toll, keine Energie. Eine Spannungsspitze hat bestimmt mal wieder den Fehlerstromschutzschalter ausgehauen. Jeff? Jeff, hörst du mich? Wohl nicht. Da muss ich wohl nach hinten und die Hauptsicherung wieder umlegen. Und warum habe ich eigentlich so einen riesen Hunger? Verlasse das Cockpit, verwende diesen Knopf, um Objekte anzuzeigen, mit denen du interagieren kannst. Das ist dann wohl dieser hier. Und hier sieht man schon, wir sind jetzt mitten im Spiel. Herzlich willkommen. Nach dem Intro und der Exposition, die recht aussichtslos ist und aussichtslos erscheint. Allerdings ist es ja Aufgabe des Spiels, uns bestmöglich auf die drohende Konfrontation vorzubereiten. Vielleicht nur eins vorweg. Wir haben ja in der Vorlesung Kognitive Linguistik geht es immer um die Frage zum Beispiel der Basiskonzept Raum und Zeit. Und die Raumfalttechnologie ist natürlich genau wiederum eines, das auf die räumliche sprachliche Konzeptualisierung hinweist. Aber sei es drum, das nur am Rande. Wir können uns hier den Hauptcomputer anzeigen, der funktioniert noch nicht, weil wir keine Energie haben. Das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte es eigentlich verlassen. Wie verlasse ich das jetzt? So, okay. Hauptcomputer, mit dem kann ich nicht interagieren, aber dann gehe ich mal in das Schiff. Und man sieht schon, das ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, mit dem man hier operieren kann. Das alles funktioniert nicht. Sicherheitstür, das ist eine Sicherheitstür der Klasse G, beim Schließen Abstand halten. Okay. Ohne Strom wird er nicht funktionieren. Ich muss den Schutzschalter zurücksetzen. Dann gehen wir mal weiter. Das sieht auch nicht so gut aus, die Labortür. Den Schalter, den kann man anschauen. Das ist der Reset-Knopf, mit dem ich den Alarm ausstellen kann. Gut. Dann gehen wir mal weiter und schauen mal, mit was wir noch interagieren können. Hier kriegen wir eine Hilfestellung. Das heißt, hier sieht man sofort aufgeblendet, was alles für die Interaktion möglich ist. Das Spenden für Lebensmittel und Medikamente. Und wir haben hier schon das Brecheisen. Das Brecheisen nehme ich mal mit. Direkt. Und es erscheint dann hier in meinem Inventar. Also ich habe 330, was auch immer, für Währungseinheiten. Eine Suizidpille. Und das Brecheisen. Und kann vielleicht mit dem Wartungsschalter hier arbeiten. Ja, versuchen wir es doch mal. Reparaturzugriff. Das aktuelle Wartungsdroiden-Update ist derzeit nicht installiert. Bitte kontaktieren Sie Ihren Wartungsanbieter für ein System. Update. Ich kann es öffnen. Aufzug. Okay, dann fährt er los. Schau mal. Ah. Also das ist der Reparaturdroide. Verwende die Pressstange. Ziehe den Gegenstand aus dem Inventarfenster über den interessanten Punkt, um ihn zu benutzen. Okay, also das ist so ein kleines Tutorial, was wir jetzt hier spielen. Und damit denke ich, wird es in der ersten Folge auch genug sein. Also wir nehmen die Brechstange und verwenden sie. Ups. Ziehen sie auf diesen Punkt. Eine kleine Luke. Wow, das Brecheisen ist kaputt gegangen. Naja. Aber es hat funktioniert. Okay, schaffen wir diesen anderen Körper in diesen Aufzugsschacht. So. Ah, okay.
Arbeitsplatz. Das ist der Arbeitsplatz, der nur für Druiden gemacht ist. Der Druide ist übrigens Jeff, den er vor uns gerufen hat. Bio-Sessel. Es ist die neueste Spacefleet-Technologie im Bereich der künstlichen Bio-Verbindungen. Diese Maschine kann sich direkt mit dem Gehirn des Probanden verbinden und extrem schnell mit ihm interagieren. Ich weiß auch nicht, warum die so eine in meinem Schiff installiert haben. Sie wurde gerade erst veröffentlicht und gilt noch als etwas experimentell. Na dann, um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass ich sie nie benutzen muss. Ja, das hoffe ich auch. So, jetzt schauen wir mal weiter, was es hier sonst noch so gibt. Ein Spielautomat, dem fehlt aber natürlich auch der Strom. Da ist der Schutzschalter. Den schauen wir uns lieber erstmal an. Der Stromkreisunterbrecher für das interne Stromnetz des Schiffes. Okay, dann benutzen wir den nochmal. Okay, jetzt haben wir also wieder Strom. Einschaltsequenz gestartet. Das scheint das Schiff zu sein. Ordne Speicherdaten. Bitte warten. Das ist mein Lieblingssatz. Bitte warten. Guten Morgen, Schiff. Ich muss eingenickt sein. Wie seltsam. Nein, du bist nicht eingenickt. Wir hatten einen Unfall. Unfall? Bist du okay, Captain? Ja, mir geht's gut. Tut mir leid, dass ich fragen muss, aber was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Wir waren gerade dabei, den Abschluss der Transportmission zu beobachten. Also, ich muss ohnmächtig geworden sein, denn ich kann mich an nichts anderes erinnern. Aber deine interne Energieversorgung ist ausgefallen und ich musste sie von Hand neu starten. Das Letzte, was meine Sensoren registriert haben, war eine Zunahme der Frequenzbeschleunigung des Sprungtors. Ah, das ist diese. Haben wir die Brennstoffzellen bekommen? Das weiß ich noch nicht. Merkwürdig, meine Systeme scheinen alle inaktiv zu sein. Ich muss eins nach dem anderen neu hochfahren. Das könnte ein wenig dauern. Ich könnte Jeff jetzt wirklich gebrauchen. Ah, den Druiden. Er könnte mir dabei helfen, den Hauptrechner neu zu kalibrieren. Klar, ich habe ihn allerdings noch nicht gesehen. Weißt du, wo er steckt? Ich fürchte nicht. Meine internen Scanner sind außer Betrieb. Versuche doch, Jeff direkt mit deinem Armband zu kontaktieren. Das werde ich tun. Okay, wir haben also noch ein anderes Kommunikationsmittel, das Armband. Das benutze ich gleich. Erstaunlich ist, wie selbstverständlich in dem Spiel mit KI oder mit Technik geredet wird. Also das heißt, es ist ein... Ich habe noch nicht sehr viele Spiele gesehen, in denen so selbstverständlich Mensch-Maschine-Interaktion funktioniert. Aber es ist natürlich für diese Form des Settings, des narrativen Rahmens essentiell. Das haben wir in ähnlichen Konzepten wie in den Star Wars-Konzepten oder auch generell in Star Trek, also in dem zum Beispiel mit Lieutenant Commander Data, wie selbstverständlich kommuniziert wird, obwohl alle wissen, dass es ein Android ist. Aber wir sind hier in diesem Setting und das dürfte nicht verwundern. Gut, jetzt machen wir uns erstmal auf die Suche nach Jeff mit unserem Armband und rufen Jeff. Jeff! Captain! Jeff, wo bist du? Was ist los? Ich bin in der Shuttlebucht gefangen. Mit Shuttle. Okay, also dritter Protagonist hier. Technisch? Nein, was war das? Bist du das Shuttle? Das glaube ich nicht. Jeff, hör mir zu, sag mir genau, was er tut. Er macht ständig das Licht hier drin aus. Und er spielt ständig den Hüllenbruch-Alarm schon ab. Ah, was ist das? Bitte, Captain, hol mich hier raus. Shuttle, hör auf. Bitte sag Shuttle, er soll das Licht einschalten. Warte nur ab, kleiner Freund. So, finde Jeff, ist in der Shuttlebucht festzustecken, finde ihn und hilf ihm herauszukommen. Jetzt sollte ja der Fahrstuhl wieder funktionieren und auch der Biosessel, also den ich jetzt nicht teste. Okay, und wir fahren nicht ins Hauptdeck, sondern in die Luftschleuse. Okay. Wir schauen mal, was es hier sonst noch zu entdecken gibt. Okay, wir gehen aber mal an die Tür. Das ist die Tür zum Landing Pod Vehicle oder LPV. Okay. Ich nenne es Shuttle, kurz und einfach. Okay. So, dann versuchen wir das mal zu öffnen. Geht natürlich nicht. Nochmal. Hey, Shuttle.
Könntest du bitte die Tür öffnen? Bist du es, Cap? Ja, Shuttle, ich bin es, dein übergeordneter Offizier. Officer. Ha, übergeordnet? Und welche Tür mag das sein, wenn ich fragen darf? Die Tür zu dir, Shuttle. Du hast sie von innen versperrt, öffne sie doch bitte einfach, okay? Stell dich nicht zu dumm. Also in meinem Fall stelle ich mich wenigstens nur dumm. Shuttle, mach auf. Ganz ruhig, Tiger. Ich arbeite dran. Also sollte es nicht etwa ein Spider-Man-Zitat sein? Ich war mir sicher, dass meine Hydraulik wieder Probleme macht. Nun, es wird ohnehin Zeit, dass ich diesen kleinen Eindringling loswerde. In Zukunft möchte ich aber nicht, dass deine Lakaien auf meiner Bucht herumschnüffeln, Cap. Oh, auf deiner Bucht? Öffne die Tür und lass Jeff raus. Sesam, öffne dich. Okay, also das Shuttle ist sehr eigenwillig und jetzt interessant, man sieht jetzt durch die unterschiedlichen Farben und durch die eingeblendeten Textboxen, dass also eine Fernkommunikation stattfindet, während jetzt Jeff offensichtlich in direktem Kontakt, in Face-to-Face-Kommunikation mit Velmo steht und man so kommuniziert. Oh, Captain, vielen Dank. Shuttle wollte mich nicht rauslassen. Nun ja, er kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Du solltest ihn bestrafen, Captain. Ich hatte da drin richtig Angst. Also um ehrlich zu sein, Jeff, auch wenn er nicht die Crew ärgern sollte, bist du noch immer ein Mitglied der Space Fleet. Da erwartet man von dir, wie sage ich das jetzt am besten, also dass du keine Angst im Dunkeln hast. Keine Angst im Dunkeln hast. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit, nur vor dem, was sich in der Dunkelheit versteckt. Okay, Kumpel, ich rede später mit Shuttle. Ich werde versuchen, in Zukunft tapfer zu sein. Och, ist das süß. Das ist gut. Und jetzt wisch mal das ausgelaufene Hydrauliköl weg und sei stolz, dass du einen weiteren Besuch in der Shuttle-Bucht überlebt hast. Ich habe gehört, dass das Schiff Probleme mit einigen Systemen hat. Ja, beim Transport scheint es zu einem Zwischenfall gekommen zu sein. Wir sollten jetzt erst einmal das Schiff wieder zum Laufen bekommen. Okay. Ich muss zurück an meinen Arbeitsplatz. Okay, ich komme mit dir. So, jetzt fahren sie zusammen mit dem Fahrstuhl nach oben. Okay, da arbeitet er. Also mal sehen. Ich checke die Systeme. Sieht so aus, als hätten wir einen Kurzschluss im Labor. Aber das muss erst einmal warten. Ich muss hier bleiben und die Rekalibrierung des Schiffs abschließen. Ich kann mich um das Problem im Labor kümmern. Okay, das wäre toll, Captain. Die Zugangstür zum Labor scheint nicht zu funktionieren. Ich werde die Klappe zu den Wartungstunneln für dich entriegeln. Ach, das ist schön gemacht in dem Spiel. Danke. So, ich habe dir weitere Details aufs Infopad geschickt. Okay. Infopad ist also neu. Wichtige Nachrichten. Ah, Countdown bis zum Angriff. 2 Jahre, 1 Tag. Zeit, bis der Sonnenphase der Union in Zielreichweite der Sonne kommt. Infopad-Erinnerung, das brauchen wir nicht. Schiffsstatus. Space Fleet brauchen wir auch nicht. Das haben wir alles schon. Die Union. Forschungsstation Epsilon. Ah, das war der Atromium. Ist eine hochenergetische und sehr teure Verbindung. Sternfragment. Okay, dann gibt es die einzelnen. Okay, das sind Informationsdetails. So, jetzt schauen wir noch eine wichtige Nachricht. Da ist doch gar nichts. Countdown. Okay, hier kann ich die alle rufen. Gut. Dann gehen wir doch erstmal zu dieser Wartungsluke und schauen uns das genau an. Öffne die Klappe. Das ist schön gemacht mit diesen. Ach, da müssen wir. Können wir uns das mal anzeigen lassen? Mal sehen, was hier hinten passiert. Mannschaftsquartier. Die lässt sich nicht öffnen. So, Klappe zum Labor. Okay, dann gehen wir ins Labor rein. Wunderbar. Schauen uns hier mal um. Was gibt's hier? Entlüftung, Reagenzglasgestell, Heizung, Waschbecken, Tür, Laborterminal, Lagerbehälter. Kann ich den öffnen? Aha. Gegengiftträgermittel. Na, das geht ja schon mal gut los.
Chromium, hochenergetische Substanz, wird als Energiequelle in vielen von der Space Fleet hergestellten Droideneinheiten und Raumstationen verwendet. Herstellung von Schmelze, Tritium, Venite. Okay. Also wenig sinnvolle Tipps. Aber ist auch egal, das brauchen wir jetzt nicht. Wir schauen uns mal die Tür an. Okay, ich glaube, ich habe das Problem mit den Türen gefunden. Hinter der Tafel befinden sich ein paar nicht verbundene Drähte. Das sollte einfach zu reparieren sein. Da, als würde man einen Toast machen. Die Tür sollte jetzt funktionieren. Gut gemacht, Captain. Ah, da sieht man wieder diese Fernkommunikation. Das Schiff ist jetzt wieder in gutem Zustand. Captain, das ist das Schiff? Ja, Schiff. Ich habe soeben eine Analyse unserer Umgebung beendet und ich habe hier ein paar sehr merkwürdige Daten. Könntest du bitte sofort ins Cockpit kommen? Na klar, ich bin schon auf dem Weg. So. Auf das Hauptdeck. Schalter, das probieren wir jetzt mal. Der Feueralarm des Schiffs ist vollautomatisiert und wird durch Sensoren ausgelöst. Okay, das ist der Feuer. Der Schalter kann nur einen aktiven Alarm ausschalten. Okay, kann ich also nicht selber anschalten. Dann gehen wir mal ins Cockpit. Schiff, Bericht. Captain, unter dem Vorbehalt, dass meine Sensoren vielleicht völlig durchgedreht sind. Etwas wirklich Unerwartetes ist passiert. Sag es mir. Wir umkreisen die Erde nicht mehr. Was? Wir sind nicht einmal im richtigen Sektor. Was meinst du? Wo sind wir? Meine Sensoren sagen mir, dass wir uns derzeit in den äußeren Regionen befinden. Die äußeren Regionen? Du meinst dort, wo der Transport herkommt? Noch weiter weg. Irgendwie müssen wir durch das Portal gekommen sein, als der Transport stattfand. Wie ist das überhaupt möglich? Unklar. Es muss eine Wirbelanomalie entlang der DEC-2-Aligner gegeben haben oder etwas Unkalibriertes. Captain, was gibt es, Schiff? Ich registriere einen massiven Energieanstieg durch das Wurmloch. Wenn du versuchen willst, durch es zurückzukehren, sollten wir so schnell wie möglich gehen. Captain Kirk würde sagen, ja, wir stürzen uns sofort hinein. Und Charlie Picard würde sagen, warte, wir sollten noch einen Scan machen, nur um sicher zu gehen. Ich bin eher Picard-Mindset. Warte, wir sollten noch einen Scan machen, nur um sicher zu gehen. Scannen des Systems. Was ist passiert? Das Wurmloch ist verschwunden. Wir waren nicht schnell genug. Was? Verdammt! Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass es wiederkommt? Keine, als wäre es nie da gewesen. Und das ist noch nicht alles. Die Transportmission ist gescheitert. Keine der drei Brennstoffzellen hat es bis zur Erde geschafft. Woher weißt du das? Meine Kurzstreckensensoren können alle drei in diesem Sektor kennen. Oh mein Gott. Die Erde benötigt mindestens eine dieser Zellen, um den Sonnenblaster aufzuhalten. Sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Wir müssen uns mindestens eine dieser Brennstoffzellen schnappen und zur Erde zurückkehren, bevor es zu spät ist. Zeig mir, wo unsere Sensoren die Brennstoffzellen ausfindig gemacht haben. Einen Moment. Die Brennstoffzellen befinden sich auf diesen drei Himmelskörpern. Wüstenplanet, Soma und der Kreon-Kristall. Ich glaube, aus unserer Transportmission ist gerade eine Bergungsmission geworden. Irgendeine Idee, wie es jetzt weitergeht? Wir sind nicht zu weit von der Weltraumstation Epsilon entfernt. Die Transportstation, die versucht hat, die Brennstoffzellen zurückzuschicken? Ja, genau die. Sie befindet sich hier. Okay. Ein logischer Schritt wäre es herauszufinden, was bei der Transportmission schiefgelaufen ist. Okay. Erklären wir das mit der Weltraumstation nochmal?
das brauchen wir nicht. Zeig mir nochmal, wo die Brennstoffzellen finden können. Das brauchen wir auch nicht. Gibt es sonst nichts, was wir tun können? Ich denke, was. Gibt es sonst nichts, was wir tun können? Ich habe alle bekannten Variablen berechnet. Es gelingt mir nicht, weitere erfolgversprechende Optionen zu finden. Wie wäre es, wenn wir andere um Hilfe bitten? Spacefleet hat keine weiteren Verbündeten, die nicht schon in den Konflikt involviert sind. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg nach Hause weitere Technologien und hilfsbereite Fremde. Es gibt nicht genug Beweise, dass zufällige Besuche bei den umgebenden Zivilisationen. Ja, evidenzbasierte Argumentation. Fein. Hoffnung hat nichts mit Beweisen zu tun, Chef. Okay, ich habe alle uns bekannten Zivilisationen auf der Karte markiert. Vielen Dank. Nee. Okay, ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Freut mich, das zu hören. Brechen wir auf. So, du hast ein neues Ende erreicht, den Neustart. Es beginnt. Und nachdem du die erste Brennstoffzelle gefunden und in deinen speziellen Tresor gelagert hast, kannst du den Rest weiterverwenden. Okay, also das heißt, wir brauchen eigentlich wirklich nur eine Brennstoffzelle hier oben am Witz Tag 0. Das heißt, jetzt starten wir mit dem Spiel offiziell nach diesem Intro. Captain. Ja. Ich empfange ein Notfallsignal von einem der Planeten, auf dem sich eine Brennstoffzelle befindet. Wirklich? Das sollte ich mir dann wohl mal näher ansehen. Um genau zu sein, musst du dir das sogar ansehen. Laut den Spacefleet-Regularien müssen Notfallsignale immer sofort untersucht werden. Ja, ich weiß, Schiff. Zeig mir das bitte auf der Karte. Okay, Wüstenplanet, das ist der erste. Okay, danke. Wüstenplanet, das ist also der erste Planet, auf den wir jetzt reisen werden. Captain? Ja, Jeff? Ich bin jetzt fertig mit Aktivierung des Schiffs. Alle Systeme sind betriebsbereit. Super, danke. So. Okay. Können wir jetzt noch irgendwas tun? Schau mal auf den Hauptcomputer. Captain. Ja, Schiff. Ich habe gerade mein internes Log geprüft und es scheint, als hättest du den neuen Kampfsimulator noch nicht ausprobiert. Nein, das habe ich nicht. Ich bin Wissenschaftler, kein Kampfpilot. Ich möchte dich nur an unsere derzeitige Situation erinnern. Wir befinden uns in den äußeren Regionen. Es gibt hier eine Menge gefährlicher Gruppen, die uns ohne zu zögern angreifen würden. Der Kampfsimulator mag zwar als Vorbereitung auf einen Krieg eingebaut worden sein, aber er taugt ebenso gut als Vorsichtsmaßnahme für jegliche feindliche Umgebung. Ich könnte dir eine kurze Einführung geben, wenn du willst. Also, ich weiß durch den Durchlauf, den ich schon gemacht habe, das Schiff in den Zustand zu bringen, um wirklich kämpfen zu können, sehr aufwendig ist. Ich weiß, wie man das macht, zeige es aber jetzt nicht, weil wir sowieso in die Situation kommen werden. Und ich klicke jetzt mal hier rein. Danke, ich weiß schon Bescheid. Ich will nämlich in diesem Durchlauf jetzt nicht kämpfen, sondern tatsächlich versuchen, diplomatisch hindurchzukommen, um die Story so zu entwickeln, wie ich sie entwickeln kann. Denn immer wenn ich mit dem Schiff mich in Kampfsituationen begebe, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich das Schiff reparieren muss. Und das möchte ich eigentlich nicht, da ich dadurch Zeit oder Geld verliere. Und wir müssen so schnell wie möglich auf den Weg oder so schnell wie möglich zur Erde zurückkommen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Aber die würde die Story noch enthüllen. Nein, danke, ich weiß schon Bescheid. So, jetzt schauen wir uns mal an, was sonst noch hier so möglich ist. Also das ist unsere aktuelle Crew. Das sind unsere Gegenstände, die wir haben. Also das heißt, wir haben eine Batterie, einen Energiegenerator, die Hauptmaschine, die uns fortbewegt, Rumpf des Schiffes, also die Hülle, und Waffensystem, Laserschuss wie Plasmastrahl. Daneben ein Laserschutzschild und ein Plasmaschild. Das ist gut zu wissen. Interessiert mich jetzt aber nicht. Wir werfen mal einen Blick auf die Sternenkarte. Und ich würde mal herauszoomen, um das Ganze zu zeigen. Hier ist der Sonnenblaster der Union, der sich auf dem Weg in die Erde
auf die Erde befindet und er wird in 2 Jahren und 1 Tag die Erde erreicht haben. Das ist also unsere Deadline definitiv. Und ich würde nochmal herauszoomen, hier sind wir in den äußeren Regionen. Dann kommen wir durch den Lymianischen Raum, das wird für die Story noch entscheidend sein, und kommen dann zurück zur Space Fleet und zur Erde. Das heißt, das sind hier Verteidigungsstationen, die Außenposten der Erde, die unterschiedliche Funktionen haben. Die schaue ich mir jetzt mal an, weil das wichtig ist für die Story. Also Außenposten Eastern Promise. Außenposten Eastern Promise ist eine Recyclinganlage für Tromiumabfälle. Die unmittelbare Nähe zur Erde macht sie zu einem hochriskanten Ziel. Also falls wir irgendwann mal die Idee haben sollten, unseren Atommüll ins Weltraum zu schicken, hier ist der Punkt, an dem es spannend wird. Außenposten Eden. Eden war einst eine militärische Verteidigungsstation der Erde, aber ihre nahe Lage und Größe hat sie im Laufe der Jahre zu einem zivilen Lebensraum verwandelt. Derzeit leben hier etwa 30.000 Menschen. Außenposten Rembrandt. Rembrandt ist das Finanzzentrum der Space Fleet. Alle Import- und Exportgeschäfte werden von hier aus abgewickelt. Okay. Außenposten Terra. Terra ist der Hauptproduzent und Lieferant von fast allen Medikamenten in der Space Fleet. Ihre überlegene Effizienz und Größe haben dazu geführt, dass kleinere Unternehmen nicht mehr überlebensfähig sind. Das soll heißen, wir schauen noch Ortes an. Außenposten Ortes. Der Außenposten Ortes ist der abgelegenste Verteidigungsposten der Erde. Diese Station wird deiner Frau Sarah befehligt. Okay. Möglicherweise, und für diejenigen, die sich mit Geschichten auskennen, erkennen hier schon, woraus ein bisschen hinausläuft. Wir haben unterschiedliche Ziele in diesem Spiel zu verfolgen und möglicherweise werden nicht alle, die wir treffen, überleben bis zum Ende der Geschichte. Sarah ist vielleicht ein Charakter, also unsere Frau, die wir retten können, und ich hoffe das sehr, dass uns das gelingt. Zum anderen ist die Ausgangslage insofern schwierig, weil wir natürlich eine typische Dezentralisierung von bestimmten zentralen kritischen Funktionen sind. Eastern Promise, dort wird Müll gelagert. Außenposten Eden, die neue Erde, da leben 30.000 Menschen. Außenposten Rembrandt ist das Finanzzentrum der ganzen Space Fleet. In Terra werden alle Medikamente hergestellt. Und hier auf Ortes dient unsere Frau. Mit anderen Worten, sollte einer dieser Außenposten zerstört werden, hat es wirklich dramatische Konsequenzen für die Erde, zu der wir eigentlich zurück wollen, nämlich zu Oedipus-Station nach Utah. Und hier brauchen wir eine Brennstoffzelle. So, dieses Ziel kann ich noch nicht festlegen, denn es gibt hier eine äußere Barriere, die die Space Fleet faktisch schützt. Und die Barrierekontrolle, die äußere Barrierekontrollstation ist das Tor zum Space Fleet Territorium. Sie kontrolliert und überwacht die gesamte Barriereverteidigung, die den Cluster umgibt und ist der Durchgangsweg. Also das heißt, durch diese Barriere muss ich hindurch und sie schützt auch die Erde vor Invasion. Ich werde Folgendes probieren. Also, wenn wir dorthin fliegen würden, würde ich 1 Jahr und 60 Tage brauchen, um dort zu sein. Und ich habe nur ein bestimmtes Tempo, na, Tempo 5. Ich werde versuchen, im Verlauf des Spiels das Tempo unseres Schiffes hochzuziehen, damit wir schneller auf die Erde zurückkommen, als das mit der Technik vorgesehen ist. Und werde versuchen, diplomatisch mein Ziel zu erreichen. Dafür ist aber erstmal wichtig, dass ich mich jetzt zum Wüstenplan bin. Gebe und damit starten wir die erste Mission. Wüstenplanet. Eine Brennstoffzelle kann vor Ort gefunden werden. Ein trostloser Wüstenplanet, auf dem kein natürliches Leben zu erkennen ist. Ein schwaches Notsignal kann zu diesem Planetoiden zurückverfolgt werden. Um dorthin zu kommen, brauche ich 10 Tage und diese 10 Tage gehen von meinen 2 Jahren und 1 Tag ab. Okay, wir müssen aber hin und starten. Kurs gesetzt auf Wüstenplanet.
Voraussichtliche Ankunft 10 Tage. Und das ist alles super inszeniert und sehr bedienerfreundlich gemacht. Jetzt fliegen wir tatsächlich in den Orbit des Wüstenplaneten. Tag 10, Captain. Im Orbit vom Wüstenplanet ein schwaches Notsignal wird von der Oberfläche des Planeten empfangen. Wir haben den Planeten erreicht, von dem das Notsignal ausging. Notsignal? Vor ein paar Tagen habe ich über ein Notrufsignal berichtet, das meine Sensoren erfasst haben. Ah, tut mir leid, ich glaube, jetzt erinnere ich mich. Ich habe die richtigen Landeplätze für die Signalübertragung und die Brennstoffzelle gefunden. Okay, danke. Ursprung des Signals, Brennstoffzellenstandort. So, und hier fängt das Spiel an, seine Trümpfe auszuspielen. Ich kann das Notsignal ignorieren. Und das werde ich auch jetzt erstmal exemplarisch tun. Und ich gehe zum Brennstoffzellenstandort und werde landen. Und da ich das sehr genieße in dem Spiel, viel Freude mit der ersten Landesequenz in diesem Spiel, die zu einem der Markenzeichen von The Captain gehört. Okay, wir landen. Zu wissen, welche Waffe man gegen welchen Feind einsetzen. So, das Shuttle. So, also die Landesequenz immer ein neues Ziel, immer eine neue Teilgeschichte ein, von der es jede einzelne in den späteren Bereichen fast zu einem eigenen Spiel geschafft hat. Landung abgeschlossen. Und auch eine Brennstoffzelle entdeckt. Du hast die Brennstoffzelle schon gefunden. Tu nicht so überrascht, Captain. Du solltest inzwischen wissen, dass ich auf einer anderen Ebene arbeite. Und wo ist sie? Gleich da drüben im Sand. So, dann verlassen wir doch mal das. Achtung, du hast noch kein bedeutungsvolles Ende gefunden. Wenn du jetzt gehst, kannst du dieses Abenteuer nicht mehr spielen, bis du ein neues Spiel beginnst. Möchtest du wirklich gehen? Nein. Ich würde aussteigen. Ach so, der Pfeil wäre gewesen, dass ich einfach wieder abhebe. So, steilen Hügel. Schauen wir doch erstmal an. Er sieht sehr steil und rutschig aus. Naja, aber wir müssen ja hinunter. Nun, ich glaube, ich kann hier runtergehen. Ich werde einfach, naja, runterrutschen. Cappy, bist du sicher, dass du wieder hochkommst? Ich weiß nicht. Also gut, viel Glück. Na, das Shuttle ist echt eine Hilfe. Und da ist die Brennstoffzelle. Wow, das ist die Brennstoffzelle. Scheint in gutem Zustand zu sein. Dann nehmen wir die doch einfach mal, oder? Okay, das war ganz einfach. Ich schätze, hier gibt es jetzt nichts mehr zu tun. So, man ist immer gut beraten, nochmal zu schauen, ob das der Fall ist. Der Standort hier leuchtet immer noch und den können wir uns, das ist der Einschlagskrater für die Brennstoffzelle, die also irgendwie dahin gekommen ist. Und den können wir uns nochmal genauer anschauen. Das ist der Einschlagskrater der Brennstoffzelle. Da der Boden so weich ist, ist es eigentlich seltsam, dass sie nicht tiefer gebohrt hat. Moment mal. Auf dem Boden des Kraters ist etwas freigelegt. So. Dann schauen wir doch mal genau nach. Was ist das? Es scheint eine Art Metallklapp zu sein. Hast du etwas gefunden, Captain? Ja. Es sieht so aus. Was ist das? Nicht, dass es mich wirklich interessiert. Dann frag nicht, Kumpel. Entschuldige, dass ich mich dafür interessiere, was du tust. So, das ist also eine metallene Luke. Die schauen wir erstmal an. Es scheint eine Art Metallklappe zu sein. Könnte die Brennstoffzelle wirklich nur zufällig diese Luke getroffen haben? Ich frage mich, wohin die Luke führt. Ja, das frage ich mich auch. Deswegen machen wir sie mal auf. Okay, mal sehen, ob sich das öffnet. Das ist so unheimlich. Shuttle, ich habe die Luke geöffnet. Hast du dazu etwas zu sagen? Wie schätzt du das Risiko ein? Nun, mal sehen, ich bin im Weltraum verloren, auf einem toten Planeten, ganz allein, und schaue in eine fremdartige Metallöffnung, die unter dem Sand vergraben ist, ohne offensichtliche Möglichkeiten, bei Bedarf Hilfe zu bekommen. Also,
Ich würde das Risiko als ziemlich hoch einschätzen. Was denkst du, Shuttle? Geh rein, denk nicht zu viel nach, spring einfach. Ich weiß nicht, warum ich dich überhaupt fragen muss. Ich auch nicht. Na gut, okay. Dann gehen wir doch mal rein. Okay, los geht's. Was ist das? Ich kann es nicht glauben. Das macht mir eine Gänsehaut. Der Geruch hier drin erinnert mich an einen alten Dachboden. Ja, man sieht schon ein bisschen. Es ist nicht nur Star Trek, es ist auch Indiana Jones. Ja, also es ist... das nächste, was man in diesem Spiel wissen muss, dass es einen permanent mit bedeutenden Entscheidungen konfrontiert, die auf den späteren Spielverlauf teils erheblichen Einfluss haben. Das soll heißen, was man jetzt hier tut, kann in den nächsten 2 bis 3 Stunden eine Konsequenz sein oder eben auch gar keine. Ich lass mir das aber mal anzeigen, was ich hier machen kann. In die Steinmauer sind einige fremdartige Inschriften eingemeißelt. Sie bedeuten mir nichts. Blaue Taste. Es ist ein großer blauer Knopf, genau wie der rote auf der gegenüberliegenden Seite. Ich kann nicht wirklich sagen, was sie tun. Und mein erster Durchlauf ist so lange her, als dass ich das noch wüsste. Die beiden scheinen... Ich weiß nicht, blau oder rot. Hat jemand von euch die Matrix gesehen? Die blaue oder die rote Pille? Ja, das ist auch blau und rot, die Suizidpille. Was mache ich, blau oder rot? Okay. Jetzt haben wir also dieses Symbol aktiviert. Ich weiß nicht, was das heißt. Haben wir etwas aktiviert? Du fragst dich, was diese Symbole an der Wand wirklich bedeuten. Ja, frage ich mich. Also, was war da unten? Ich bin mir nicht sicher, es könnte eine Art außerirdische Maschine sein. Ich habe allerdings nicht herausgefunden, wie es funktioniert. Ha, warum bin ich nicht überrascht? Ich fühle mich verpflichtet zu berichten, dass das Schiff für 1 oder 2 Sekunden ein sehr seltsames Signal empfangen hat. Oh, was für ein Signal? Ein Subraumsignal, aber mit unbekannter Frequenz. Konnte das Schiff einen Schluss daraus ziehen, was es gewesen sein könnte? Nein, aber es könnte seinen Ursprung genau bestimmen. Und es stammt aus dem Loch, aus dem du gerade herausgekommen bist. Super. Also wir haben gerade mit dem Schalter ein Subraumsignal abgesetzt, ohne zu wissen, was passiert. So, wir schauen nochmal nach. Es scheint auch Metalllücke zu sein. Können wir wieder reingehen? Ich kann nicht mehr herunterkommen. Der Aufzug blockiert die Öffnung. Schön. Also tatsächlich wie in Matrix, rot oder blaue Pille. Jetzt schauen wir, müssen wir mal schauen, was das für Konsequenzen hat im Spiel. Es ist ein riesiger Felsbrocken im Sand. Er scheint einen möglichen Weg zum Shuttle zu blockieren. Ja, vielleicht können wir den ja bewegen. Ich könnte versuchen, es zur Seite zu schieben. Ja, dann tut es mal. Na, das hat ja mal gut geklappt. Puh, das war schwer. Hast du einen Weg zurück nach oben gefunden? Ja, ich glaube schon. Yippie. Lass den Sarkasmus in zukünftigen Missionen weg. Na dann. Das ist eine super Beziehung zum Shuttle. Okay. Dann haben wir hier alles, oder? Und heben ab. Blau. Okay, also man könnte hier folgende, kann hier vielleicht eins vorweg, oder das, was man jetzt hier sieht, wir bekommen nach jeder Mission unterschiedliche Enden präsentiert und
Tatsächlich wird dann wahrscheinlich diese Karte hier das rote Ende sein, also dass wir uns für den roten Schalter entschieden hätten. Und ich habe die Brennstoffzelle bekommen. Das erste Ende wird wahrscheinlich gewesen sein, dass man die Brennstoffzelle noch mitnimmt. Die steckt ja im Sand, ohne dass man sich die Luke noch mal genauer anschaut, also die Landestelle. Und ich schaue mal ganz kurz. Was ist da eine Endkarte? Der Captain ist ein Spiel mit mehreren Enden und wurde so konzipiert, dass es mehrmals gespielt werden kann. Eine Endkarte stellt eine Möglichkeit dar, ein Abenteuer zu beenden. Wenn du das Spiel beendest und dich entscheidest, ein besseres Ende zu finden, hast du die Möglichkeit, Abenteuer automatisch mit denselben Ergebnissen zu beenden, die du bereits in deinen früheren Durchläufen gefunden hast. Alle Enden, die du erreichst, werden in deinem Benutzerprofil abgespeichert. Okay. Das bedeutet, das bedeutet also, dass ich immer wieder hierhin zurückkommen kann und eine Entscheidung neu treffen. Und das bedeutet für mich, dass ich gern eine Prämisse festlegen möchte für das Spiel, für das Durchspielen. Und dazu fliegen wir aber erstmal auf das Schiff zurück. So, das habe ich bekommen. Und zwar Fracht, eine Brennstoffzelle, die Gewinne und Verluste dieses Abenteuers. So, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder auf dem Schiff. Lime und Peace sind besondere Planeten, auf denen du mehrmals landen kannst und sollst. Wir kommen zurück, Captain. Ich kann erkennen, dass du eine der verlorenen Brennstoffzellen erhalten hast. Glückwunsch. Ich empfehle dir dringend, dir diese Zelle sofort zu sichern. Ich stimme zu, dieses Ding wird die Space Fleet retten. Ist dieses Quarantänelagermodul online? Prüfen. Keine Probleme erkannt. Es kann losgehen. Super. Befestige es einfach am Einführungsarm und ich kümmere mich um den Rest. Speichert. Dieses Quarantänelagermodul. Die Brennstoffzelle ist darin völlig sicher. Okay, also sie ist offensichtlich schon drin. Kehren wir mal auf das Hauptdeck zurück und gehen ins Cockpit. Um mal eins zu zeigen noch, ich kann immer sofort über diesen Shortcut hier zum Cockpit zurückkehren. Tut das jetzt aber noch nicht in diesem ersten Teil. Wir haben jetzt also die Brennstoffzelle erreicht, um die Erde theoretisch zu retten, wenn wir rechtzeitig da sind. Wir brauchen nur diese eine Brennstoffzelle. Ab hier ist eigentlich unser Weg vollkommen frei. Ich würde mal gerne in den Kommandosessel gehen und mir die Karte genauer anschauen. Also wir sind jetzt hier im Orbit und wir haben jetzt hier ein weiteres Ziel. Das könnte ich jetzt schon ignorieren und mich weiter Richtung Erde begeben. Und schau mal ganz kurz auf die Karte nochmal. Obwohl das eigentlich Quatsch war. So, mir reicht jetzt mal hier das Cockpit. Also, ich muss jetzt Prämissen festsetzen für diesen Durchlauf. Ich würde versuchen, so schnell wie möglich zur Erde zu kommen, mit so vielen Brennstoffzellen wie möglich, und gleichzeitig zu probieren, die Außenposten der Erde zu sichern. Das heißt, ich muss schnell sein. Und ich brauche die notwendigen Ressourcen, um zur Erde zu kommen. Eine Brennstoffzelle würde genügen. Eine Brennstoffzelle würde genügen. Und wir haben so den blauen Schalter umgelegt, von dem wir nicht wissen, was es bedeutet. Na egal. Ursprung des Signals. Damit geht's schon los. Soll ich jetzt landen? Naja, mach es mal. So viel Zeit werden wir schon nicht verlieren. Okay, Chef. Bereite das Shuttle für die Landung vor. Ich gehe runter, um das Signal zu überprüfen. Aye, aye. Jedes Ende, das in einem Planetenabenteuer. Boah, das ging zu schnell. Landesquenz.
Wüstenplanet, nur Signal. Schauen wir mal. Landung abgeschlossen. Eine weitere unter P wie perfekt. Wirklich? Es hörte sich an, als wäre etwas kaputt gegangen. Nö, ohne Probleme. Reibungslose Fahrt bis zum Ende. Ich weiß nicht, Shuttle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen lauten Knall gehört habe. Ein Knall? Ha, nicht von mir, nein. Ist das der Energiewandler am Boden? Was? Wo? Oh, das. Du kannst so weit sehen. Komm schon, Shuttle. Warum lügst du ständig über solche Dinge? Ich versuche nur, dir relevante Informationen zu geben, die du tatsächlich nutzen kannst. Manchmal machst du mir wirklich Angst. Ich tue hier mein Bestes. Der Energiewandler vor dem Fenster war also der Knall, den ich gehört habe. Yep. Okay, toller Bericht, Shuttle. Ich schätze, wir werden diesen Planeten nicht verlassen, bis das behoben ist. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich mache mich besser auf die Suche nach einer Lösung. Empfängst du immer noch das Notsignal? Ja. Es ist allerdings ziemlich schwach. Okay. Das geht ja schon mal gut los. Der tausendjährige Mann, so heißt das Kapitel. Das ist der Energiewandler. Den schauen wir uns mal an. Das ist der Energiewandler für das Shuttle. Er braucht mehrere neue Teile, um zu funktionieren. Na, super. Okay. Dann kommen wir hier also an die erste Station. Ist eine Spacefleet-Flagge, aber ein sehr altes Design. Sieht so aus, als würde sie schon lange dort hängen. Stromkabel, was ist damit? Ein Stromkabel, vielleicht hat es sich gelockert und ist hier gelandet. Wenn wir es mitnehmen können, ist gut. So, was haben wir hier? Was ist das? Leiter. Das ist ein ausfahrbarer Leiter. Ein Solarpanel. Die Position der Sonnenkollektoren ist nicht optimal für die maximale Stromerzeugung. Ja gut, das könnte schon mal sein, dass es da ein Problem gibt. An diesem Panel scheint ein Kabel zu fehlen. Achso, jetzt haben wir zwei Kabel. Oh, ich dachte jetzt schon, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Dann schließen wir doch mal das. Ah, das war die Leiter. Achso, die muss ich also. Okay, das Stromkabel auf den Schalter. Dann fährt die Leiter runter. Damit machen. Das sieht doch ganz gut aus. Die Platte bleibt nicht von selbst oben. Ich muss etwas finden, womit ich es zusammenbinden kann. Da könnte ich jetzt natürlich das Stromkabel dafür nehmen. Aber wir probieren mal noch was anderes. Also was passiert denn, wenn ich das Stromkabel benutze und das hier oben anstecke? Ach so, ich habe nicht genug Energie, um beides zu realisieren. Dann schauen wir aber erstmal rein, was hier drin ist. Neben der Tür befindet sich eine Tasse, sie leuchtet grün. Das muss bedeuten, dass sie eingeschaltet ist. Ja, offensichtlich war vorher rot. Dann gehen wir mal hinein. Okay. Notiz. Mein Name ist Glasis. Ich war Junior-Ingenieur auf dem ehemaligen Spacefleet-Frachtschiff Bulkidus, als es plötzlich abstürzte. Ich konnte fliehen, aber ich fürchte, meine Kameraden sind dem Tod geweiht. Es ist jetzt 2 Monate her und meine Vorräte sind alle aufgebraucht. Ich habe eine Fleischtruhe zu einer Kryptokammer umgebaut. Eine Fleischtruhe? Darin werde ich auf das Rettungsteam warten.
sollte nicht mehr lange dauern. Ich vermisse meine Liebsten. Der Gedanke, euch wiederzusehen, hält mich am Leben. Wenn mehr als 50 Jahre vergangen sind, mach dir bitte nicht die Mühe, mich zu wecken. Oh, Pass 042. Das brauchen wir vielleicht noch. Pass 042. Jemand hat das Display des Gefrierschranks so verändert, dass es als EKG-Monitor funktioniert. Okay, das hat er. Es ist ein Gefrierschrank. Was haben wir noch? Die Space Fleet. Das sieht aus, ein bisschen aus wie die Space Fleet Ingenieur. Es muss eine alte Version sein. Der 1000 Jahre alte Mann, der aber weiß, wie der schon wie lange der schon liegt. Schublade. Ah. Das ist ein Servo-Chip in der Schublade gewesen. Sehr gut. Computer. Schauen wir erstmal an. Ich habe in der Schule über diese Computer gelesen. Sie basierten auf der alten MEF-MES-Struktur. Es würde mich nicht wundern, wenn ich diese Maschine für viel Geld an einen Sammler verkaufen könnte. Kann man es mitnehmen? Einloggen. 042. War der Passcode? Der Fleischgefrierschrank und das Nachrichtensystem. Super, dass es auf einem System liegt. Du hast ungelesene Nachrichten. Gucken erstmal auf den Gefrierschrank. Zeit eingefroren, 89, 8, große Güte. Gefrierschrank kennt halt unbekannt, möglicherweise Huhn. Status verbunden. Meatpacker 2000, na das klingt ja gut. Also wenn ich den Prozess starte, ich will kein Fleisch herstellen. Wenn ich es öffne, macht er auf, stellt vielleicht fest, dass er schon zu lange. Na, wir schauen uns erstmal die Mails an. Hallo Mann, lange nicht mehr gesehen. Ich habe gehört, du bist auf einem Frachtflug nach Omikron T. Unterhältst du immer noch das Song Zoom-Mädchen? Lass uns in Kontakt bleiben. Tor. Vor 89 Jahren kam dir. Meine Liebe, seit ich von dem Angriff auf dein Schiff vor drei Wochen gehört habe, bin ich am Boden zerstört. Aber jetzt haben sie mir gesagt, dass das Logbuch aufgezeichnet hat, wie du in einer Kapsel der Zerstörung entkommen. Das sind so gute Nachrichten, wenn du das hörst, aber nicht anrufen kannst. Wisse einfach, dass wir kommen und dich holen werden. Hi, ich weiß nicht, ob du das bekommst, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich habe von dem Unfall gehört und dass du irgendwie verschollen bist. Ich habe mich gerade freiwillig gemeldet, um bei der Suche nach dir zu helfen. Also kann uns jetzt nichts mehr aufhalten, dich zu finden. Wir sehen uns bald wieder. Warum hat er die... Die kamen an, nachdem er eingefroren war. Meine Liebe, sie konnten den Standort einer Kapsel nicht ausfindig machen. Vor 988 Jahren. Nach wochenlanger Suche können sie immer noch nicht erklären, wo du bist. Ich bin mir sicher, dass du noch da draußen bist. Ich kann es spüren. Gib nicht auf, Liebe, es gibt niemals auf. Für John. Das ist also der Sohn wahrscheinlich. Hi Papa, John hier. Mama konnte nicht schreiben, was ich jetzt schreibe, also hier kommt es. Gestern haben sie die Suche nach dir aufgegeben. Du bist offiziell tot, Papa. Ich vermisse dich. Das erinnert mich an die alten Zeiten, als du keine Chance hattest, auf mein Geschwafel zu antworten. Okay. Vor 987 Jahren, also 2 Jahre noch. Nicht zu wissen, ob du in diesem Moment tot oder lebendig bist, zu heißen. 16 Monate sind es jetzt her. Das kommt mir wie ein ganzes Leben vor. Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss mich auf das konzentrieren, was hier ist. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Auf Wiedersehen, meine Liebe, für immer dein. Hi. Dies ist die letzte Nachricht, die ich an dich schicke, Papa. Von 182 Jahren, also 7 Jahre nach dem... Es sind 7 Jahre her, dass du verschwunden bist.
Bist Mama ist diesen Sommer nach einer schrecklichsten Krankheit gestorben. Wenn du da draußen bist, hoffe ich, dass du keine Schmerzen hast. Ich hab dich lieb. Okay. Was sowieso egal ist, das Ganze ist eigentlich. Was passiert, wenn ich das System zurücksetze? Ach so. Das System kann nicht zurückgesetzt werden, geschlossen oder früher. Das System zurücksetzen, also musst du den Gefrierschrank öffnen. Okay. Was passiert, wenn der Typ die Nachrichten liest? Also wir probieren jetzt mal Folgendes. Wir öffnen jetzt erstmal. Öffnen. Kann nicht geöffnet werden, niedrige Leistung. Okay, fertig, dann hat sich das schon erledigt. Brauchen wir erstmal Strom. Hm. Gut. Wir nehmen das Kabel, machen die Stromleiter an. Das habe ich schon mal gespielt, deshalb geht das jetzt ein bisschen schneller auf. Soll ich das Solarpanel aufstellen, bevor ich das tue? Achso, okay. Solarpanel aufstellen. Also typisch Point and Click Adventure hier an der Stelle. Und befestigen. Jetzt spannen wir das fest und haben also genügend Energie für die Maschine. Und die Turbolader brauchen wir ja nicht mehr. Deswegen können wir jetzt das Kabel hier entfernen. Und an der Tour anbringen. Jetzt sollten wir genug Strom für alles Mögliche haben. Gehen wir hinein. So. Also, wir müssen jetzt. Ich versuche mich mal daran zu halten, dass wir jetzt keine Fehler machen. Also, ich muss jetzt den Computer benutzen. Den Prozess starte, läuft der Meatpacker an. Das wollen wir mit Sicherheit nicht. Wir öffnen jetzt das Ganze. Okay. Da fällt was raus. Das brauchen wir bestimmt noch. 5. Arg. Wie spät ist es? Habe ich verschlafen? Du bist aus der Kryptokammer aufgewacht. Du musst ziemlich verwirrt sein. Ich bin nicht sicher. Ich bin Thomas Wellmer, Captain der Space Fleet. Nehmen wir mal das. Ich bin Thomas Wellmer, ein Captain der Space Fleet. Space Fleet? Ich gehöre auch zur Space Fleet. Sergeant Classis von der North Frontier Company. Meine Rettungskapsel ist auf diesem Planeten abgestürzt. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Wir haben nur Fracht zum Prestina-System transportiert. Und dann, wie aus dem Nichts, ließ etwas das Schiff völlig aus dem Ruder laufen. Die Leute rannten zu den Fruchtkapseln. Wir waren völlig außer Kontrolle, als ich rauskam. Erinnere ich mich. Von meiner Kapsel aus konnte ich nicht viel sehen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es noch jemand rausgeschafft hat. Du hast überlebt. Ja, aber ich brauche trotzdem Hilfe. Dieser Planet ist tot und trocken und ich kann nicht von ihm runterkommen. Ich habe nur noch Vorräte für 2 Monate. Deshalb habe ich mich eingefroren, in der Hoffnung, später gerettet zu werden. Bist du hier, um mich zu retten? Vielleicht. Deine Kleidung verrät, dass du ein Ingenieur bist. Kannst du mir helfen? Ja, ich wurde gerade der Bulkdus als Nahrungsingenieur zugewiesen. Super, ich habe draußen einen Shuttle, das bei der Landung kaputt gegangen ist. Wenn du mir hilfst, es zu reparieren, bist du auf dem Weg nach Hause. Das hört sich gut an. Ein Shuttle sollte nicht schwer zu reparieren sein. Zeige es mir einfach. Nur eine klare Frage. Wie lange war ich eingefroren? Oh Gott, irgendwie. Ich fürchte, du brauchst es seit fast 1000 Jahren. Ja, was mache ich? Was würde es nützen, wenn ich ihm die Wahrheit sage? Was würdet ihr machen? Ich bin selber in einer ausweglosen Situation, ich lüge. Ich bin genau dann gekommen, als du eingefroren warst. Also 1 Minute oder 2. Oh Gott im Himmel. Das ist unglaublich.
Kommt mir irgendwie länger vor. Lass uns mein Schiff reparieren und von hier verschwinden. Klar, ich mache nur meine morgendlichen Übungen und checke zuerst meine Nachrichten. Entschuldigung. Also vielleicht muss ich die Prämissen vom Anfang nochmal ein bisschen erörtern. Also, wir versuchen so schnell wie möglich zur Erde zurückzukommen. Der Typ ist Ingenieur. Der könnte uns dabei helfen. Das heißt, ich brauche ihn vielleicht. Okay, also für die Sache. Also wir entscheiden uns für die Sache. Wir entscheiden uns nicht moralisch, sondern wir entscheiden uns für die Sache. Okay, also wir entscheiden uns für die Sache. Und lügen im Zweifelsfall auch mal ein bisschen. Klar, ich mache nur meine möglichen Übungen. Checke zuerst mal Nachrichten. So, na dann. Mach du mal deine Übungen. Wir setzen das System zurück. Dadurch werden alle Nachrichten gelöscht und der Jahreszähler zurück. Bist du sicher? Bin ich sicher, bin ich sicher, für ihn. Bin ich sicher, bin ich sicher, bin ich sicher. Ja komm, wir hätten dich auch zu Fleisch packen können. Okay. So, fertig. Mal sehen, ob ich im Schlaf ein paar Nachrichten bekommen habe. Login, öffne Nachrichten. Okay, keine Nachrichten. Jetzt komm schon, lass uns deine Reparaturfähigkeiten einsetzen. Das ist ein Flussdetektor. Das ist ein alter Typ von Flussdetektor. Dieser könnte in das Gehäuse des Energiewandlers passen. Na, dann nehmen wir den mit. So, nochmal schauen, ob sonst noch irgendwas hier ist, was noch von Relevanz ist. Ne, jetzt haben wir glaube ich alle. Kann ich den Computer mitnehmen? Schau dir nochmal an. Ich habe in der Schule über diesen Computer gelesen, sie basieren auf der Algen. Ja, dann baue ihn doch ab. Nimm ihn doch mit. Verstehe ich nicht. Wenn du ihn zu Geld machen kannst. Kann ich mit dem nochmal reden? Komm schon, ich will meine Familie sehen. Herzlichen Glück haben wir ihm nicht gesagt, was los ist. Seine Frau ist tot und sein Sohn hat die letzte Nachricht vor, weiß nicht, 982 Jahren geschrieben. Nee, das sind Aussichten. Okay, dann gehen wir mal raus. Sind wir jetzt draußen? Ja. Dann nehmen wir doch das Stromkabel. Das brauchen wir nicht mehr. Okay. Dann gehen wir zu dem Energiewandler. Okay. Den schnappt er sich. So. Und dann. Es sollte alles bereit sein. Tolle Arbeit, Sergeant. Danke. Deine Fähigkeiten könnte ich an Bord meines Schiffes gut gebrauchen, weißt du? Nun, ich schätze, ich kann dir ein bisschen helfen. Das ist meine Hoffnung gewesen. Es kommt ein bisschen darauf an, welches Schiff du hast, aber ich sollte zumindest in der Lage sein, ein Reparaturmodul für dich vorzubereiten. Ein Reparaturmodul? Ja, es ist ein Nanobot-gesteuertes System, das sofortige Reparaturen am Rumpf durchführen kann, wenn das Schiff im Kampfmodus ist. Ja, das nützt uns jetzt nicht so viel, weil wir nicht kämpfen wollen. Das wäre sehr nützlich. Ich kann sofort damit anfangen. Toll, dann lass uns gehen. Okay, komm. Dann steig schon ein. Shuttle. Das war's. Freunde. Okay. Für die Sache. Jetzt belogen und haben ihn als Teammitglied. Das ist doch zumindest mal ein Anfang. Verschiedene Handelsstationen können unterschiedliche Preise für einen und denselben Gegenstand haben. Wow. Dieses Schiff ist unglaublich.
Das ist es. Das ist alles so hochmodern. Du bist nicht an diesen Standard gewöhnt. Nein, ich meine, was ist das für ein Schiff? Was das betrifft, schauen wir uns mal deine Quartiere an. Hier ist dein Zimmer. Die Verarbeitung dieses Schiffes ist erstaunlich. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du kommst aus der Zukunft. Ja, oder du aus der Vergangenheit. Oder vielleicht bist du es, der aus der Vergangenheit kommt. Oh Mann. War es nicht das, was ich gerade gesagt habe? Wie auch immer. Es kann sein, dass du diesen Raum in Zukunft mit jemandem teilen musst. Das wird kein Problem sein. Ich bin es gewohnt, kleine Räume zu teilen. Klingt gemütlich. Nicht wirklich, das hier ist viel besser. Nun, ich muss jetzt los. Fühl dich hier wie zu Hause und erkunde das Schiff so viel, wie du willst. Danke. Das werde ich tun. Ich werde ja einige Berechnungen darüber anstellen, wo mein Schiff, die Bulkidos, abgestürzt ist. Meine Rettungskapsel trieb wochenlang umher, bevor sie auf diesem Planeten landete. Es wird einige Zeit dauern, aber ich werde dir Bescheid geben, wenn ich eine Antwort habe. Okay. Also, soll ich mit dem versprochenen Reparaturmodul anfangen? Ja, das wäre toll. Ich kann dir eine Crewstation zeigen, wo du arbeiten kannst. Also, das Reparaturmodul ist jetzt installiert. Wie genau funktioniert es? Das ist kompliziert. Um ehrlich zu sein, handelt es sich dabei nicht unbedingt um offizielle Space Fleet-Ausrüstung. Damit kann ich in Gefahrensituationen dort Reparaturen durchführen. Knappe Situation? Ja, damit meine ich Schlachten. Ich kann beispielsweise die überschüssige Energie von feindlichem Feuer sammeln und damit den Schiffskörper automatisch reparieren. Das klingt gut. Das klingt alles perfekt. Ja, das ist ziemlich klasse. Ich bin hier fast fertig. Ich muss nur die Einstellungen kalibrieren und die Energieumleitung einstellen. Ich schätze, du kannst dann weitermachen. Danke. Und du kannst die Station benutzen, wann immer du hier danach bist. Oh, danke. Okay. Das klingt doch eigentlich erstmal ganz gut. Aber in dem Mannschaftsquartier interessiert mich noch was anderes. Das schauen wir uns nochmal an. Das ist Captains Viertelstern. Lächerliches Spacefleet Design. So, wollen wir mal reingehen? Das ist mein Quartier. Traudesheim, Glück allein. Sieht eigentlich ziemlich bequem aus. Sarah hat bei ihrem letzten Besuch dafür gesorgt, dass es sich mehr nach einem Zuhause anfühlt. Ach Mensch. Stereoanlage. Okay, sehr chillig. Pflanze, Sarah muss diese Pflanze hier gestimmt. Ich muss zugeben, es ist ziemlich schwer für dieses Tier im Leben zu haben. Kinderzeit, Pflanze, Pflanze. Spot. Jack. Okay, cool. Foto für Frau und Kinder. Oh. Dieses Foto wurde von mir beim Sommerhaus aufgenommen. Sarah sieht hier wirklich gut aus. Ich sollte wirklich mehr Bilder nehmen. Mal sehen, was das geht. Auch schön. So, King Size Best. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt nicht schlafen. Okay, das war also mein Quartier. Da ist Jeffs Ruhequartier. Nein, nicht in die Luke rein. Da will der in die Luke rein. Da geht man durch die Tür noch. Das ist das Mannschaftsquartier, wo wir gerade waren, offensichtlich. Da liegt hier ein Zettel, ein Stück Papier. So, das sind die Betten. Das brauchen wir nicht. Stück Papier, was ist das? Ah, ein zerrissenes Stück Papier mit einer Nummer drauf. Keine Ahnung, was das hier macht. Ein Stück abgerissenes Papier, auf das die Zahl 7 geschrieben wurde. Na schön, dann haben wir offensichtlich einen Code hier entdeckt. So, dann gehen wir mal aus dem Mannschaftsquartier direkt raus, wieder ins Cockpit. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, an dem wir vom Wüstenplaneten aus weiterfliegen. Und das werde ich aber nicht heute machen, denn das war der Einstieg in The Cap. Also ein großartiges Point-and-Click-Adventure, eine Space Odyssey, die
vielversprechend gestartet ist. Ich habe meine Prämissen festgesetzt, nämlich ich möchte so schnell wie möglich zur Erde zurück. Ich möchte meine Frau retten. Ich möchte die Orbitalverteidigung der Erde schützen. Und ich möchte idealerweise die Brennstoffzelle beschadet zur Erde zurückbringen. Ja, ich weiß noch nicht warum. Aber das sind meine Prämissen. Ich habe mich dazu entschieden auf der ersten Mission, dass ich diesen Prämissen alles andere unterordnen werde. Das heißt, ich werde moralische Entscheidungen treffen, die zugunsten der Mission erfolgen. Und wie man gesehen hat, wird mich das häufig genug vor moralisch fragwürdige Entscheidungen stellen. Ich glaube, das Spiel wird nicht damit geizen, sondern wird es immer wieder auf die Probe stellen. Aber darauf freue ich mich sehr. Für heute soll es aber erst einmal gewesen sein. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diesen Durchlauf. Bin gespannt auf eure Meinung und Reaktion. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch anders entschieden hättet. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, was mit der roten und blauen, mit dem roten und blauen Weg auf sich hat. Das weiß ich nämlich nicht mehr aus dem Kopf. Ja, also okay und bis zum nächsten Mal. Ciao.